So, und ich speichere mal. Speichern. Jawohl. Zack. So, und das müsste ja jetzt mit F8 genauso gehen. Ich probiere es mal fix aus. F8. So, schnell speichern. Sehr schön. Funktioniert. Gut. Öffnen. Eisentür. Okay. Ah, hier schöne Gemälde an der Wand. Zeigen wohl irgendwie so eine Art Göttin mit Schmetterlingen oder so. Okay, und hier sieht mir das schon wieder aus wie ein Rätsel. Aktivieren Schlüsselloch. Wir haben ja die Drachenklaue. Aber es geht nicht auf. Innerer Ring, mittlerer Ring. Ich glaube, das hat was mit diesem Bild hier zu tun. Oder? Hat das was mit diesem Bild zu tun? Bestimmt. Ach, den kann man drehen. Schmetterling. Ich denke mal, das sind alles Schmetterlinge, oder? Wenn die Frau mit den Schmetterlingen da zu sehen ist. So, dreh das nochmal. So, und jetzt das Schlüsselloch. Okay, das scheint es wohl nicht gewesen zu sein. So, hier haben wir nochmal das Bild. Das ist eine Frau mit Dolchen und Feuer, so gesehen, wie es aussieht. Das ist auch eine Frau mit Dolchen. Das ist alles das gleiche Bild, ne? Öffne das Fertigkeitsmenü, um eine Stufe aufzusteigen. Ach so, wir sind auch ja eine neue Stufe aufgestiegen. Wenn du eine Stufe aufsteigst, musst du dich entscheiden, ob du deine Gesundheit, Magika oder Ausdauer erhöhen möchtest. Außerdem kannst du ein neues Talent auswählen oder dies zu einem späteren Zeitpunkt tun. Verfügbare Talente werden in den Sternbildern hervorgehoben. Okay. Gesundheit oder Magika? Aber da ich eher in die Richtung Kämpfer gehen will, würde ich sagen Gesundheit erstmal. Ja. So, und wir sind ja noch eine Stufe aufgestiegen. Ach, okay, nochmal Gesundheit, würde ich sagen. Was, noch eins? Okay. Ich mache jetzt nochmal Gesundheit. Was, noch eine Stufe? Ja, wir haben wohl viele Stufen jetzt nicht erhöht. Sollte ich immer nur Gesundheit machen oder auch Magika? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich mache nochmal Gesundheit. So, Talente zu verbessern. 4 Stück. Okay, was könnten wir denn zum Beispiel machen? Verzauberung. Je mächtiger der Verzauberer, desto stärker die Magie, die er an seine Waffen und Rüstung binden kann. Das ist gut. Schmiedekunst. Schwere Rüstung. Blocken. Zweihändig. Einhändig. Schießkunst. Leichte Rüstung. Okay, ich weiß jetzt gar nicht, was wir da machen. Da überlegen wir am besten nochmal. Da gehe ich nochmal raus aus dem Fertigkeitsmenü. Das können wir später noch machen. So. Und es wäre vielleicht mal angebracht, ein kurzer Zwischenspeicher. So, was haben wir denn jetzt hier? Was ist denn da zu sehen? Hier ist, ach, hier ist wieder was anderes zu sehen. Irgendwie ein Engel. Ein älterer Mann. Ein Engel. So, hier sind zwei Totenstäbe irgendwie. Ist das auf jeder Seite immer das gleiche? Ja, das scheint so. So. Das ist die Frau mit den Schmetterlingen. Dann kommen so Totenvögel. Dann kommt die Eule, beziehungsweise die Nacht. Und dann kommt Feuer. Ich nehme an, das ist der Drache. Ich nehme an, das hier ist der Drache. Dann müsste ja das erste Schmetterling sein. Und dann müsste hier irgendwas sein im mittleren Ring mit Toten. Ne, die Eule war ja beim letzten, so wie ich gesehen habe.
Dann müsste das hier das andere sein. Der Bär, oder was ist das? Ist das der Bär? Der hier müsste das sein. Hat das so ein Löwe abgebildet? Das könnte hinkommen. Und dann zum Schluss der Drache. So, ich aktiviere es mal. Nee. Okay, vielleicht auch andersrum. Drache. Kann er nicht sein. Drache. Das ist auf jeden Fall die Eule. So, was kommt dann? Irgendwie der Tiger oder wie das aussieht. Oder der Vogel. Hier sind auch so Vögel an der Seite. Rabe. Rabe, Krähe, Schmetterling. Was gibt's denn hier noch? Es gibt ja nur drei, ne? Schmetterling. Eule. Ich probier's mal so. Es ist irgendwie ein bisschen schwer hier. So, ja, gute Frage. Verdammt. Das hier ist auf jeden Fall der Drache. Der steht innen. Dann kommt die Eule. Der Tiger oder der Rabe, der Tod und Schmetterling. So sehe ich das doch. Drache. Dann dieser komische Dingens. War das dann die Eule? Ja, dann die Eule. Und dann war es doch der komische Tiger, Bär, was auch immer. Und der Schmetterling. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders ist. Oder? Die Eule, wir können es ja mal andersrum probieren. In der Mitte müsste auf jeden Fall der Bär bleiben, denke ich mal. Na komm. Und dann machen wir hier mal den Schmetterling. So. Und jetzt. Aktiviere Schlüsselloch. Geht auch nicht. Verdammt. Eule. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich stelle mich hier schon wieder an. Schmetterling. Ja, ich... Ich verstehe das nicht. Was haben wir denn hier? Das kann man auch so schlecht erkennen. Das ist die Drachenhand. Das steht für die Drachenhand, denke ich mal. Okay. Die Drachenhand. Wenn das hier für die Ringe steht, ich weiß es ja nicht. Drachenhand. Dann die Eule. Bei Nacht. Dann der Tiger oder der Bär. Oder was das ist. Und dann die Schmetterlinge. Von außen nach innen. Von außen nach innen. Ja, stimmt doch. Was ist da jetzt falsch? Müssen wir so eine Art Code eingeben? Vielleicht zuerst drei Schmetterlinge, dann drei Bären und dann drei Eulen oder was? Ich verstehe es jetzt noch nicht ganz. Also drei Schmetterlinge. Dann können wir mal eins weiter drehen. Oder zwei. Äußerer Ring, mittlerer Ring. Ich verstehe es noch nicht. Ich verstehe es noch nicht. Dann die Bären. Das geht auch nicht. Und die Eulen. Ja, dann müssen wir jetzt wieder zweimal drehen.
So. Komm schon, das muss doch gehen. Hm. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Das hat doch hier... Hä? Der Eule. Das hat doch bestimmt was mit den dreien zu tun. Oder in der Mitte ist der Drache. Dann stehen ringsherum welche. Ist natürlich fraglich, welche das sind. Da steht einer mit dem Hund. Haben die was zu sagen? Da stehen immer welche mit dem Hund. Hund? Eule. Oder da, wo die... Moment mal. Ich wollte schon sagen, da, wo die Beleuchtung ist, hätte es ja auch sein können. Oder die, die dunkel sind. Nee, das kann ja auch nicht sein. Hm. Moment mal. Gibt's hier irgendwo... Ich stelle mich schon wieder dumm an hier an der Stelle. Arvels Tagebuch. Können wir das vielleicht lesen? Meine Finger zittern. Ich halte die goldene Klaue endlich in Händen und mit ihr die Macht über die uralten Nordhelden. Dieser Schwachkopf Lucan Valerius hatte keine Ahnung, dass die Lieblingsdekoration seines Ladens in Wirklichkeit der Schlüssel zum Ödsturz-Hügelgrab war. Jetzt muss ich nur noch zur Halle der Geschichten und die Tür aufschließen. Der Legende nach haben die Nord den Zugang mit einer Prüfung versehen, um die Unwürdigen fernzuhalten. Aber es heißt, wenn ihr die goldene Klaue besitzt, dann liegt die Lösung in der Hand. Umblättern kann man hier nicht. Dann liegt die Lösung in der Hand. Ach, hier haben wir Zauberspruch Funken. Ach, jetzt haben wir einen neuen Zauber gelernt, auch gut. Dann liegt die Lösung in der Hand. Moment mal, können wir die Drachenklaue eigentlich... Nee. Wo haben wir die? Goldene Klaue. Können wir... Du kannst diesen Gegenstand nicht ausrüsten. Dann liegt die Lösung in der Hand. Wer die goldene Drachenklaue besitzt, liegt die Lösung in der Hand. Das verstehe ich nicht ganz. Aber das ist doch die Frau mit Schmetterlingen. Dann haben wir hier der Rabe. Beziehungsweise der Tiger oder was das ist. Schmetterling. Löwe. Oder ist das die Eule? Und hier haben wir was Dunkles. Die Eule. Und der Drache. Ich probiere es nochmal. Schmetterling. Das kann doch nicht sein hier. So, dann probiere ich hier mal die Eule und hier mal den Bären. Und den Drachen. Das gibt's doch nicht. Ich probier's jetzt mal hier einfach durch. So, geht's jetzt vielleicht? Mal ein bisschen dumm anstellen hier. Ich versteh's nicht ganz. So. So, und so hatten wir es ja schon probiert hier, glaube ich. So war es ja falsch. Dann mache ich es nochmal so. Schmetterling, Bär, Schmetterling. Geht nicht auf, der Mist. Glaubst es? Schmetterling, Bär, Eule. Geht aber auch nicht. Schmetterling, Bär, Bär. Hm. Schmetterling, Bär, Schmetterling hatten wir ja schon. Schmetterling, Schmetterling, Schmetterling hatten wir auch schon. Moment, gibt es hier sind so viele Möglichkeiten, ist die Frage.